Ja, und es geht weiter, und zwar mit dem Digital Services Act. Da gibt es nämlich ein kleines Update von Tom Jennison. Der ist bei uns, bei der DGGES, und kommt auch schon nach vorne. Hallo, ich bin Tom von der DGGES. Ich habe eins von diesen europapolitischen Themen nochmal. Hallo, Steven. Die meiner Meinung nach gar nicht so wahnsinnig viel Aufmerksamkeit bekommen, wie sie eigentlich vielleicht bekommen sollten. Der DSA haben doch wahrscheinlich einige mitbekommen, das sogenannte Plattformgrundgesetz, das gerade diskutiert wird in Brüssel und anderen Orten, ist gerade in so einer bisschen entscheidenden Phase. Deswegen wollte ich jetzt nochmal eine ganz kleine Übersicht geben zu den aktuellen Entwicklungen. Der ganze DSA, den vorzustellen, das würde ewig dauern und dazu haben wir jetzt nicht die Zeit. Und ich wollte nur so ein paar Punkte nochmal anbringen. Da gerade vor 2 Wochen hat der Europäische Rat seine Verhandlungsposition, also ganz kurz, Ende 2020 hat die Europäische Kommission vorgelegt, einen Entwurf für diesen Digital Services Act, der digitale Dienste insgesamt vereinheitlichte Regulierung machen soll. Kern des Ganzen ist so eine Plattformregulierung und daher kommt auch dieser Begriff Plattformgrundgesetz. In den Diskussionen zuvor wurde so ein bisschen erwartet, das könnte halt irgendwie die gesamte Landschaft umwerfen und Facebook, Google etc. Ernsthaft in Frage stellen. Der Kommissionsentwurf hat einige Inhalte. Der ganz, ganz große Wurf ist es nach unserer Analyse nicht. Trotzdem ist es ziemlich wichtig, sich damit zu beschäftigen, da es dann doch die, wie jetzt eigentlich tatsächlich Plattformen funktionieren werden, in der Zukunft ziemlich gestalten werden. Das Jahr über wurde sehr viel im Europäischen Parlament und hinter verschlossenen Türen auch im Europäischen Rat, also da, wo die nationalen Regierungen sitzen, diskutiert. Das Europäische Parlament, das war öffentlich, da gab es verschiedene Ausschüsse, haben sich damit beschäftigt, haben verschiedene Änderungsanträge erarbeitet. Die waren teilweise verheerend, teilweise ein bisschen sinnvoll. Der federführende Ausschuss, der Verbraucherschutz- und Binnenmarktausschuss, der hat heute Nacht wohl nochmal getagt und hat sich endgültig auf so einen Compromise verständigt. Der wird wiederum Grundlage sein für das Votum des Europäischen Parlaments. Vor 2 Wochen hat auch der Europäische Rat vorgelegt, mit welcher Verhandlung sie da reingehen wollen. Und bei so europäischen Gesetzgebungsinitiativen ist ja so, dass dann die Kommission, Rat und Parlament sich mit ihren jeweiligen Positionen am Ende nochmal zusammensetzen in den Trilogverhandlungen. Die werden jetzt im kommenden Jahr anlaufen. Genau, und jetzt ist so langsam klar, mit welchen Positionen die da reingehen werden. Ich werde jetzt so eine ganz kurze Übersicht. Wir haben vor 2 Monaten haben wir schon mal vorgestellt unsere Position zum DSA. Wir haben einige Forderungen konkret ausgearbeitet. Anhand derer werde ich jetzt so ein paar wichtige Punkte, die sich gerade vielleicht nochmal geändert haben im Vergleich zum, also in den Positionen von Parlament und Rat im Vergleich zu denen der Kommission, kurz vorstellen. Ich werde versuchen, das mich kurz zu halten. Wenn ihr vertiefend da reingehen wollt, schaut euch nochmal unser Paper an. Es gibt mittlerweile auch einige andere ganz gute Analysen von EDRI zum Beispiel. Genau. Aber umfassend werde ich jetzt den DSA nicht mehr vorstellen können. Genau. Eine unserer Forderungen war, dass wir eigentlich verlangen, dass grundsätzlich so ein bisschen die Macht von Facebook, Google und Co. zu brechen, ist eigentlich tatsächlich öffentliche Regeln für die Meinungsbildung im Internet geben müsste und eben rechtswidrige Inhalte gelöscht werden sollen und nicht letztlich über Nutzungsbedingungen und so Facebook darüber entscheiden kann, was eigentlich veröffentlicht werden darf, was nicht. Das hat sich, wie zu erwarten war, nicht groß geändert. Weiterhin können die Nutzungsbedingungen im Grunde selber festschreiben, was veröffentlicht werden darf, was nicht. Sie sollen dabei die Grundrechte wahren die Interessen der Nutzerinnen und wahren und ich glaube, das ist bei allen drei weiterhin die Formulierung, und die Grundrechte beachten. Da hat sich nicht so wahnsinnig viel geändert. In einem anderen Punkt, wir fordern weiterhin, dass die Rechtsdurchsetzung, die ist ein grundsätzliches Problem. Wenn blockiert wird, kann weiterhin, oder ist es so, dass derzeit letztlich
die Plattformen selber entscheiden können, was irgendwie der Ton geht manchmal weg, dass Plattformen selber entscheiden dürfen, was oder zunächst entscheiden, was blockiert wird, was nicht. Dagegen kann man dann relativ komplex vorgehen. Bislang ist es alles ziemlich willkürlich gestaltet. Dazu gibt's jetzt, sollen jetzt Regeln eingeführt werden. Wir haben eigentlich gefordert, dass solche Blockierungen etc. eben nicht von den primär von den Plattformen selber, die darüber entscheiden dürfen. Auch die, das hätte einen ganz schönen Paradigmenwechsel bedeutet. Der ist leider auch nicht eingetreten. Es werden weiterhin irgendwie zunächst die Plattformen selber über den Verbleib von Inhalten entscheiden. Es hat sich jetzt aber es gibt jetzt ein Regelwerk, wie man sich dagegen vorgehen kann. Da hat tatsächlich auch das Parlament noch mal ein bisschen gestärkt, so eine außergerichtliche Einigungsstelle, eine unabhängige, an die man sich allerdings erst wenden kann, wenn schon blockiert wurde. Oder wenn es ein Blockierungsverlangen gibt. Genau, ein Kern des Ganzen ist weiterhin, dass das Grundprinzip besteht, dass Plattformen nur haften, wenn sie tatsächlich Actual Knowledge haben, also wenn sie tatsächlich von irgendwelchen rechtswidrigen Inhalten, die ihnen bekannt sind. Das ist grundsätzlich gewahrt worden. Im ursprünglichen Kommissionsentwurf gab es allerdings ziemlich krasse Anreize dafür, dass Plattformen ziemlich automatisierte Entscheidungen oder dass sie... Es gab zum Beispiel, und das, der Artikel 14, dessen Abschaffung wir gefordert haben, der besagte im Grunde, dass eine korrekte Meldung, eine formal korrekte Meldung Actual Knowledge konstituieren würde, was bedeuten würde, dass sie ab dann haftbar sind, sobald jemand eine formal korrekte Meldung abgibt. Das wurde tatsächlich auf massiven Druck hin, unterstellen wir jetzt einfach mal, dass der Druck war, der sie da zum Eindenken gebracht hat, beziehungsweise das Parlament, wie auch der Rat, haben jetzt in diesen berüchtigten Artikel 14 Absatz 3 reingeschrieben, dass tatsächlich dass tatsächlich Inhalte, soweit diese Meldung genug Inhalte gibt, dass das sofort erkannt werden kann, ohne irgendwie weiter nachzuforschen, dass das Ganze rechtswidrig sein könnte, dass das erst dann wiederum die Haftung auslöst. Also dass nicht jede formal korrekte Meldung, sondern dass tatsächlich auch eine inhaltlich unterfütterte Meldung die Haftung auslöst, womit der Anreiz vielleicht ein bisschen beschränkt wird, automatisiert zu löschen. Genau. Es war auch schon im ursprünglichen Kommissionsentwurf, stand immer drin, es soll jetzt durch diesen Entwurf keine allgemeine Überwachung eingeführt werden. Allerdings wurde so eine allgemeine Überwachung eben gerade nicht ausdrücklich ausgeschlossen, sondern eher so ein bisschen der Anreiz gemacht, freiwillig quasi zu überwachen. Da hat sich tatsächlich jetzt im Europäischen Parlament ist in letzter Minute noch in diesen Kompromiss beim, also wenn ich vom Parlament rede, meine ich gerade den Ausschuss, den Binnenmarktausschuss als federführender Ausschuss. Das ist noch nicht durchs Parlament durch, aber es ist abzusehen, dass die wahrscheinlich sehr stark diesem Ausschuss folgen werden. Da hat sich tatsächlich einiges getan. Und zwar wurde zumindest ein relativ konkretes Verbot von Vorratsdatenspeicherung auch freiwillig eingeführt. Mal gucken, ob sie sich durchsetzen werden. Aber es soll tatsächlich spezifische Inhalte von einzelnen Leuten sollen tatsächlich nur noch auf richterlichen Beschluss überwacht werden, was irgendwie schon mal ein kleiner Fortschritt ist. Leider gibt es kein ausdrückliches Verbot von Upload-Filtern, die gerade bei Plattformen vielleicht nochmal das größere Problem sein könnten. Eine große Forderung, die nicht nur von uns, sondern vor allen Dingen von einigen Parlamentarierinnen auch aufgestellt wurde, dass verhaltensbasierte Werbung verboten werden könnte, sollte, auf Plattformen, da hat sich zwar eine relativ große Koalition gegründet, aber die hat sich letztlich nicht durchsetzen können. Das wäre tatsächlich mal was gewesen, um die Geschäftsmodelle der Plattform wirklich ernsthaft anzugehen. Das hat sich leider wirklich nicht durchsetzen können. Es soll so ein bisschen mehr Transparenz geben, was Werbung angeht. Aber
ein Verbot von verhaltensbasierter Werbung und ein Ende von Tracking und so hat sich nicht durchsetzen können. Jetzt ist umso wichtiger, da nochmal zu schauen, sehr genau zu schauen, was die E-Privacy-Richtlinie, die ja weiterhin noch diskutiert wird, dass man da ernsthaftes Tracking-Verbot reinbekommt. Wir haben auch gefordert, gemeinsam mit Algorithm Watch und anderen, dass Algorithmen deutlich transparenter gemacht werden sollen. Hat zumindest im Europäischen Parlament gab es da harte Diskussionen drum. Das Problem ist, dass die bisherigen Vorschläge vorsehen, dass nur bestimmte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die eine akademische Anbindung haben, auf Antrag hin Zugang zu bestimmten Daten haben können. Und ein ganz großes Kernproblem ist, dass da immer unter der Einschränkung, dass bestimmte confidential Inhalte nicht rausgegeben werden müssen. Und im Kommissionsentwurf und auch im Rat steht auch drin, dass insbesondere Geschäftsgeheimnisse dazu führen dürfen, dass Daten zurückgehalten werden dürfen von Seiten der Plattform. Das Parlament hat die Geschäftsgeheimnisse rausgestrichen. Und Geschäftsgeheimnisse ist nach der Rechtsprechung des EuGH ja so ziemlich alles, also was dazu geführt hätte, dass im Grunde diese ganze Transparenzvorschriften ins Leere laufen. Das Parlament hat, wie gesagt, die Geschäftsgeheimnisse rausgestrichen. Ob die dann allerdings trotzdem noch als confidential gelten, wird wahrscheinlich dann irgendwann mal die Rechtsprechung führen. Ob das, also nach meiner Einschätzung, eher bislang doch ein eher stumpfes Schwert. Mal schauen. Aber falls das Parlament sich da durchsetzen könnte und immerhin die Geschäftsgeheimnisse gestrichen werden, könnte es dazu führen, dass vielleicht sowas wie eine ernsthafte Transparenz kommen könnte. Eine große andere Forderung war, dass eben nicht nur akademische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Zugang bekommen, aber das hat sich leider auch nicht wirklich durchsetzen können. Es gibt jetzt so eine kleine NGO-Klausel, die aber nur Zugang zu aggregierten Daten bekommen sollen. Genau, also im Vorschlag des Parlaments, wie gesagt, das hat sich alles noch nicht durchgesetzt. Also ne, wird doch in den Trilogverhandlungen nächstes Jahr weiter verhandelt. Dann haben wir gefordert, dass ein effektives und unabhängiges Durchsetzungsregime geschaffen werden solle. Da müsste ich jetzt sehr ins Detail gehen, da hat sich weder beim Rat noch im Parlament wirklich viel gewandelt. Das Parlament will so ein bisschen bessere Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Koordinatoren, die so eine wichtige Überwachungsstelle sind quasi, die das durchsetzen soll, um vielleicht auszuhebeln, dass eventuell dann die irische koordinierende Behörde ähnlich Facebook-nah ist wie die Datenschutzbehörde, die dortige. Mal gucken. Das Durchsetzungsregime bleibt weiterhin eine große Baustelle. Und genau. Ein ganz großer Punkt, den ich persönlich irgendwie ziemlich furchtbar finde im Kommissionsentwurf, ist die Privilegierung sogenannter vertrauenswürdiger Hinweisgeber, dass bestimmte Institutionen als solche, also dass deren Hinweise, dass da irgendwelche Inhalte gegen rechtswidrig und oder sogar gegen Nutzungsbedingungen verstoßen würden, dass die prioritär behandelt werden. Und da sind ausdrücklich auch zum Beispiel Polizeibehörden und so mit gemeint. Das heißt, das ist schon Praxis gerade. Also deutsche Polizeien haben auch einen relativ direkten Draht zu Facebook und Co. Und natürlich ist der Druck, wenn die Polizei sich meldet und sagt, da ist irgendwas rechtswidrig, dann wird das natürlich sofort gelöscht. Und das soll jetzt institutionalisiert werden. Und eben nicht nur, also womit insbesondere natürlich auch Due Process und sowas komplett ausgehebelt wird. Da hat weder Rat noch Parlament ernsthafte Einwände gegen erhoben und vermutlich wird es diese Trusted Flaggers wohl geben. Und mal gucken, wie sich das dann tatsächlich in der Realität auswirken wird. Genau, da hat tatsächlich auch der Rat sogar noch irgendwie will rausstreichen, das Private. Nach Kommissionsentwurf sollten eigentlich nur Institutionen, die kollektive Interessen vertreten. Der Rat will sogar, dass einzelne Unternehmen selber Trusted Flagger werden können, was gerade was so Urheberrechtssachen angeht und so ziemlich fatal werden könnte. Und da hoffen wir mal, dass die sich nicht durchsetzen werden.
Genau, eine größere Überraschung gab es dann, dass gar nicht im DSA, sondern im DMA, dass tatsächlich das Parlament, der DMA ist der Digital Markets Act, der ist ein bisschen das parallele Ding, das tendenziell eher Plattformen wie Amazon etc. regulieren soll, dass es da doch eine ernsthafte Interoperabilitätsverpflichtung für Messenger und Plattformen geben soll, nach Vorstellung des Parlaments. Das wäre vielleicht ganz schön. Da ist allerdings auch das Problem. Also wir haben immer gefordert, dass das Ganze nicht auf zulasten der Sicherheit gehen darf. Das Problem ist, das steht auch so da drin. Allerdings haben sie haben das Problem erkannt. Allerdings haben sie es nicht wirklich gelöst, sodass, also gerade steht nur drin, es darf nicht zulasten der Sicherheit gehen, was wiederum dazu führen könnte, dass wiederum die Plattformen selber einfach sagen, ja okay, es ist keine Lösung des Problems vorgesehen. Sodass da wahrscheinlich auch noch harte Auseinandersetzungen drum geben wird, dass Facebook einfach sagt, ja, unser Messenger wird dann unsicher, wenn wir ihn mit für Signal öffnen. Genau, also das könnte auf jeden Fall nochmal ein fettes Einfallstor sein, das Ganze auszuhebeln, die Verpflichtung. Soweit, das war nur so ein kleiner Zwischenstand. Von heute Nacht, wie gesagt, kamen die ganzen Amendments. Das ist längst nicht erschöpfend. Da stehen noch 1000 andere Sachen drin. Wir werden uns demnächst mal dran setzen, das ein bisschen genauer zu analysieren und was veröffentlichen dazu. Und ihr seid natürlich auch alle herzlich eingeladen, falls ihr euch damit beschäftigt, dass wir vielleicht auch mal zusammen rumschreibseln können und so. Und das weiter verfolgen. Die Trilogverhandlungen werden im nächsten Jahr angehen. Deutschland wird da und auch die neue Bundesregierung hat einiges mitzureden im Europäischen Rat. Deswegen lohnt es sich da durchaus, das weiter zu verfolgen und zu gucken, wie dann die Ratsposition ist. Und noch besteht durchaus Möglichkeiten, da Einfluss drauf zu nehmen. Insbesondere hat zum Beispiel Deutschland versucht, irgendwie die Regeln des Netz-DG ziemlich hart durchzusetzen. Das sieht man so ein bisschen in der Ratsposition. Die wollen zum Beispiel Meldepflichten für illegale Inhalte, wenn es um bevorstehende oder stattgefundene Straftaten geht, ziemlich weit auflösen. Und das war die Position der bisherigen Bundesregierung. Ich vermute, die haben sich da durchgesetzt. Da könnte man aber vielleicht schauen, dass zum Beispiel, also sie haben einfach gestrichen, dass es nicht nur um, also dass Plattformen nicht nur verpflichtet werden, nicht nur Plattformen, sondern sämtliche Hosting-Provider verpflichtet werden, Straftaten zu melden. Bislang bei der Kommission steht da drin und auch in der Parlamentsposition, dass es da um Serious Crime geht. Und die haben einfach das Serious gestrichen, was in Deutschland dazu führen würde, dass tatsächlich im Grunde jeder Like kann irgendwie potenziell eine Billigung von Straftaten sein und müsste dann gemeldet werden. Das wäre ziemlich krass. Genau, das ist auf jeden Fall noch so ein Feld, wo noch einiges an politischer Arbeit zu tun ist und wo wir auf jeden Fall noch versuchen müssen, Druck zu machen, dass sich sowas nicht durchsetzt. Vielen Dank dir, Tom. Ja, das war ein spannendes Update aus der Nacht. Und ich würde mich mal wundern, wo kann man denn unsere Forderung lesen von der DigiGas? Natürlich auf unserer Homepage unter Digitaldienste, Digitalrechte. Ein Titel, den sich Paula ausgedacht hat. Dankeschön. Super. Top. Ich glaube, dann sind wir auch schon am Ende des Abends. Außer ihr habt eine Frage zu Toms Vortrag. Dann könnt ihr die selbstverständlich fragen. Wenn nicht, dann würde ich jetzt das Ende einleiten. Und zwar findet unser nächster netzpolitischer Abend im Januar gar nicht... Gab es da eine Frage? Ja, dann frag. Ah, du musst drauf drücken. Hallo. Auch wenn ich Gefahr laufe, nochmal ein großes Fass aufzumachen, aber Stichwort Interoperabilität. Ich glaube, die DigiGas hatte da auch schon mal eine andere Position dazu. Was wäre denn, vielleicht weißt du das, Tom, oder vielleicht hast du da eine Einschätzung zu, aus Sicht der DigiGas ein idealer Verlauf, wie Interoperabilität im Bereich Social Media tatsächlich durchgesetzt werden könnte.
Also es gibt technische Probleme in Sachen Verschlüsselung, da muss man eine Lösung finden. Es ist ja wohl irgendwie möglich, habe ich jetzt gehört, aber am Ende muss man sich auf den Standard einigen und da muss dann auch Facebook mit dabei sein. Wie könnte so ein Prozess aussehen? Habt ihr da eine Position oder irgendwie eine Ahnung, wie man generell als digitale Zivilgesellschaft diesen Prozess begleiten könnte? Tatsächlich ein sehr, sehr großes Thema und würde ein großes Fass aufmachen. Tatsächlich so eine ganz eindeutige Position haben wir dazu tatsächlich noch nicht. Insbesondere da es jetzt im DMA reingerutscht ist, den wir gar nicht so eng verfolgt haben. Und ich war tatsächlich auch eher ein bisschen überrascht davon, dass es irgendwie das IMCO da so eine eindeutige Position hatte. Es ist tatsächlich, also ich habe es auch nur überflogen, was da bislang drin steht. Und das sagt im Grunde nur, es muss Sicherheit irgendwie gewährleistet sein, beziehungsweise es betrifft nur die Gatekeeper, also die Großen müssen verpflichtet werden, den kleineren Zugang zu geben, nicht andersrum. Das ist schon mal erstmal ganz gut, also weil es tatsächlich auch eher kleinere und neuere und vielleicht auch ein bisschen sicherere Sachen irgendwie erstmal schützt. Also insofern ist das erstmal gut, wie das technisch tatsächlich lösbar ist, wie sich das auch in so einer, also ob es möglich wäre, das in der Verordnung halt konkret festzuschreiben, ist nochmal eine ganz andere Frage, ne? Also weil es da dann tatsächlich sehr ins Detail und in die Technik gehen würde. Bislang steht da halt eher drin, naja, es ist, sie können es halt verweigern, wenn das irgendwie die Integrität ihrer Daten und so, ihrer technischen Systeme und die Integrität der Daten der Nutzerinnen gefährden würde, was extrem weitgehend ist, wenn man es halt nicht ins Detail geht. Aber jetzt einen ganz tollen, idealen Vorschlag haben wir leider auch nicht. Aber das ist auf jeden Fall ein Punkt, der, wenn das tatsächlich verfolgt wird, auch in den Trilogverhandlungen, muss das auf jeden Fall noch ausgebaut werden. Und da ist, glaube ich, dann tatsächlich auch ist noch einiges an Diskussionen zu führen. Ja. Danke für die Frage. Und nochmal danke dir, Tom. Der nächste netzpolitische Abend im Januar, der findet nicht statt. Stattdessen findet ein Event zum RC3 statt. Allerdings gibt es noch kein Datum dafür. Wenn ihr da teilnehmen wollt, dann müsst ihr auf der DigiGas-Website schauen oder auf unserem Twitter-Account. Es gibt auf jeden Fall sehr viele Optionen dazu. Und der nächste netzpolitische Abend, der findet erst im Februar statt, am 1.2. im neuen Jahr 2022. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Vielen Dank fürs Kommen und vielen Dank fürs Einschalten.